Politikern wird gern vorgeworfen, sie würden sich nicht um die Belange der einfachen Leute kümmern. Ein erster Schritt wäre, miteinander zu reden. Genau das ist gestern Abend im Forsthaus in Reinsdorf passiert. Dort hat sich Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch über die Sorgen und Nöte von Pflegekräften informiert. Die Ministerin kam auf Einladung der Hartmannsdorfer Bürgermeisterin und Landtagsabgeordneten Kerstin Nikolaus. Sie hätte sicher viele Themen gefunden, zu denen sie Minister hätte einladen können, aber die Pflege war ihr besonders wichtig. Ja, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, denke ich mal, ist es schon entscheidend, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also ein Mädchen, was jetzt geboren wird in 2017, das kann 100 Jahre alt werden. Das ist ja eigentlich sehr erfreulich und auch sehr schön, aber das bringt natürlich auch bestimmte Probleme mit sich. Ne? Es gibt viel mehr Krankheiten, denen man sich annehmen muss und natürlich ist die Pflegebedürftigkeit natürlich viel länger wie vor 50 Jahren. Für die Landtagsabgeordnete ist das Thema Pflege aber nicht nur ein abstraktes Gebiet, mit dem sie keine Berührungspunkte hätte. Sie beschäftigt sich damit auch im Rahmen ihrer politischen Arbeit. Naja, ich bin in der Enquete-Kommission Pflege im Sächsischen Landtag. Von daher befasst mich dieses Thema ständig. Ne? Wir haben auch Expertenanhörungen dazu. Dann gibt es ja zwei Gesetze, die sich verändert haben, Pflegestärkungsgesetze. Das erste ist zum 01.01.2015 in Kraft getreten, das andere am 01.01.2017. Da gibt es Veränderungen und es ist ja wichtig, dass man auch schon mit denjenigen, die das eben auch umsetzen sollen, im Gespräch ist. Eine der Diskussionsteilnehmerinnen legte auch gleich den Finger in die Wunde. Ihre Kernaussage: Jeder Pflegedienst, der nach allen Regeln der Kunst agiert, ist praktisch pleite. Lob und warme Worte kommen für diese schwere Arbeit zwar von allen Seiten, doch beim Geld ist das nicht spürbar. Der Ministerin sind diese Probleme bekannt. Sie weiß um die Herausforderungen im Sozialbereich. Also zum einen haben wir eine große Herausforderung und das ist der gesamte Bereich der medizinischen Versorgung im gesamten Freistaat Sachsen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Aber weswegen ich heute genau hier in Zwickau bin, betrifft den gesamten Bereich der Pflege. Und auch dort stehen wir vor einer großen Herausforderung. Wir brauchen das entsprechende Personal und wir haben verschiedene Pflegestärkungsgesetze 1, 2 und 3, die verabschiedet worden sind. Und das sind jetzt die Herausforderungen, vor denen auch ganz speziell auch der ambulante Bereich steht. Die Pflegestärkungsgesetze sind ein wichtiger Schritt, um die Situation der Pflegekräfte zu verbessern. Das Jüngste ist Anfang des Jahres in Kraft getreten. Doch die Arbeit geht weiter. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten, ja, wie kann man es so schön ausdrücken, vielleicht ein Stück einrütteln. Aber es sind durchaus noch Baustellen, die es bestimmt auch noch nachzujustieren geht. Und deswegen bin ich jetzt auch im Gespräch heute eben mit den Pflegekräften, um einfach auch zu hören, wo klemmt's, wo können wir was tun, wo können wir im Freistaat Sachsen vielleicht auch mit Hand anlegen oder wo müssen wir unsere Stimme gegenüber dem Bund dann noch mit deutlich artikulieren. Die Gesprächsrunde im Forsthaus Reinsdorf war ein wichtiger Schritt, um die alltäglichen Probleme von Pflegekräften der Politik darzulegen. Beim Thema Pflege dürfen Politiker gern auch mal egoistisch denken, denn irgendwann könnte jeder in die Situation kommen, eine Pflegekraft zu benötigen.